Ich hab meine Ex-Freundin in Barcelona getroffen, das passiert mit OG-Skin. Leute, was geht? Zwei. Ja, komm, den Sch. Was hier noch rein. Tag im Urlaub, Geschwistern, ich komme mir vor wie Familienvater. Ich hoffe, der gestrige Vlog hat euch auf jeden Fall gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wir sind jetzt auf jeden Fall auf dem Weg in die Innenstadt. Wird auf jeden Fall sehr wild. Mein Portemonnaie wird wieder bluten. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich, wenn irgendetwas Spannendes passiert oder wir irgendetwas kaufen. Rolli Glitzer, Glitzer, Rolli Glitzer, Glitzer. Jetzt schon kein Bock mehr. Jetzt schon kein Bock mehr. Jenna hat einfach Prada-Drip bekommen. Leute, wir sind jetzt ungefähr beim bekanntesten Ort in ganz Barcelona angekommen. Plaza Catalunya. Danke, Mann. Kennen die meisten aber schon aus den anderen Blogs. Wo sind denn die OG-Skins? Da vorne war die legendäre Taubenaufnahme. Legendär war die. Wo ich die Tauben gebändigt habe. Ich denke mal, die meisten von euch können sich daran erinnern. Aber ich finde allgemein diese Optik hier in Spanien so schön. Allein diese. Warum ist jetzt wieder in Barcelona? Der Platz hier. Wo ist das Baby? Oh mein Gott, das ist so süß! Erstmal fremde Kinder filmen, Weird Champ. So süß! Leute, hier ist ungefähr der geilste Footlocker, der existiert. Jenna OG hat auf jeden Fall neue TNs bekommen. Wer ist Jenna? Komplett schwarz. Ich habe mir auf jeden Fall eine schwarze kurze Hose, die an den Seiten so ein bisschen. Digga, chillige Frisur. Ein bisschen lilane Akzente hat von Lakers geholt. Die sieht auch richtig geil aus. Und jetzt gehen wir auf jeden Fall zum größten Primark in ganz Europa, glaube ich. Da sind schon meine Schwestern drin. Und da nehme ich euch auch noch ein bisschen mit. Okay. Also voll komisch mit so kurzen Haaren. Aber ich bin echt gespannt, wie das aussehen wird, wenn ich überall dann hier Locken habe. Das wird bestimmt richtig nice. Die Jäger sind noch Geheimratseckenbau. Auf jeden Fall wieder unterwegs. Einfach ein Hemd für 3,50 Euro. Die einmal in schwarz und einmal in weiß. Komplett auf Herrn-Style angelehnt. Er hat ein PlayStation 1 T-Shirt. Dreh dich mal um. Sieht auch todesfresh aus. Ich glaube, das kostet nur einen Zehner, oder? Ja. Digga, Primark, so geil, Alter. No joke. Fairtrade. Einfach nur für 10 Euro. Aber ja, warum kostet es wohl 3,50 Euro? Sag es mir. Bester Laden, keine Werbung. Todesfresh. Und dann ist hier halt jetzt noch eine Cargo-Hose. Voll billig, Alter. Für die ganzen Sachen einfach, glaube ich, insgesamt nur 20 Euro, Mascha. Also die Cargo Jeans schallert auf jeden Fall extrem rein. Sieht einfach aus wie Skinny Jeans. Bruder, sollen wir holen, oder? Was sagst du? Nein, das sieht aus wie Skinny Jeans. Bräuchtest du die halt, wenn dann im NM. Also ich sag's mal so, T-Shirts bei Primark, Daumen hoch, Hose auf jeden Fall, Daumen runter. Junge, ich kann mich nicht mehr stehen, das ist so anstrengend. Was ist das für ein Vlog, Digga? Der filmt sich mit seinem kleinen Bruder in der Umkleide. Das ist wieder Weird Champ des Todes. Ich chill hier jetzt schon locker seit einer halben Stunde in der Kabine. Was müssen sich die Arbeiter dort draußen denken? Was? Ja, Bro, wenn du mit einem kleinen Kind in die Kabine gehst, Alter, und eine halbe Stunde da drin bist und filmst, was sollen sich die Arbeiter denken? Die hier machen, er macht dann auch die ganze Zeit so Geräusche. So ein. Die Produzenten von Primark Klamotten sind auf jeden Fall young and hungry. Er hat 30er und er hat so Fettfüße, dass die Schuhe ihn drücken. Erstmal das Kind froh. Wie dünn die sind und dann seine Fettfüße. Also du musst auf jeden Fall mehr Sport machen. Und dann hat der Hesse. Ja, damit deine Füße abnehmen. Auch noch eine Freundin. Er hat einfach eine Freundin, ich nicht. Ist das jetzt hier was? Der ist die ganze Freundin. Was ist das für ein Video? Und ich einfach nicht. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Ich kann es nachvollziehen, Bro. Das ist auf jeden Fall das geheimnisvolle Mädchen, was nie gefilmt werden will. Ja, Privatsphäre an der Stelle wird respektiert. Nein, wir waren auf jeden Fall in der Stadt, Großeinkauf gemacht, erstmal Primark leer gekauft. Irgendwie 230 Euro da gelassen. Dann dem Bruder neue Schuhe geholt, haben wir ja schon gesagt. Geht's ihm gut? Der hat einfach Schlappen, Mann. Zeig mal die Schlappen. Einfach Schlappen mit Socken. What are those? What are those? Nein. Ich spreche kein Spanisch, du Sch. Yeah, aber what are those? Ey, was ist das für ein Vlog? Das war's auf jeden Fall. Ich küsse eure Herzen. Was? Beste Leben, Alter. Hä, hey, was ist das? Ich verstehe hier gar nichts mehr, Mann. Hat sein Bruder eine reingehauen? Als ob die Italiener und Türken nicht genug wären. Es kommt noch halb Afrika. So. Hä? Hä? Soll das witzig sein? So, meine lieben Damen und Herren, das wird jetzt der offizielle Beweis, dass es hier in Spanien für alles einen Laden gibt, Läden. Für alles, wirklich. Haben Sie das schon mal gesehen? Kleider, Bügel, Ständer, Laden. Haben Sie das schon mal gesehen, meine lieben Damen und Herren? Ich glaube nicht. Wer geht einkaufen? Sag es mir. Wer? Zunex. Alle schauen mich an, so cringe. Wir machen jetzt auf jeden Fall die Streets hier noch in Barcelona unsicher, was ich extrem geil in Barcelona finde.
was gucke ich mir an? Ich bin wieder, das ist gerade wieder wie so ein Herointrip. Ich check nichts. An den ganzen Läden und so sind immer richtig geile Graffitis. Jenna will auf jeden Fall Pics für seinen Insta machen. Jenna, wie heißt du auf Insta? Okay, juckt keinen, folgt lieber alle SimXYT. Wenn Gönn doch deinem Bruder. Du kein Deutsch verstehst, dann hau ich dir einen auf die Fresse. Dicker, boah, Bro. Was ist denn schon wieder mit dem los, Mann? Was denn schon wieder mit dem los? Wieso schreit der wieder in Barcelona rum? Warum ist er wieder in seiner alten Form? Wie kann das sein, dass der schon wieder durchdreht, bei Gott? Ich würde sagen, wenn du kein Deutsch verstehst, mein Vater, dann hältst du lieber deinen Mund. Wie ging das? Weißt du selber nicht. Ich verstehe. Fotosession mit Jenna OG. Jetzt werden ein paar wilde Pics rausgehustelt. Hä? Aha. Hä? Und der Mann hat eine Freundin. Da würde ich mir Gedanken machen. Neuer Tag, neues Glück. Wir gehen jetzt auf jeden Fall zum Strand. Vero. Hey, ich bin wieder komplett sprachlos. 81541 und Jenna OG sind am Start. Und die Geheimnisvolle, die nicht gefilmt werden will. Nein, auf jeden Fall. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Strand. Die will halt wirklich nicht gefilmt werden. Die will halt wirklich nicht gefilmt werden und er filmt sie die ganze Zeit. Die Geheimnisvolle, die nicht gefilmt werden will. Bro. Die will halt nicht gefilmt werden und er filmt sie die ganze Zeit. Was soll das? Toni. Ja, sie will nicht gefilmt werden, aber er filmt sie. Jenna hat sich einfach selber angespuckt. Der Eklige. Trifft jetzt auch seine Ex-Freundin? Und wo sind die OG-Skins? Ich glaube, ich bin wieder verarscht worden, Chat. Wir sind gerade bei Taco Bell. Wir haben auf gottlos bestellt auf letzte Minute. Wir haben jetzt Deckel bekommen, aber keine Strohhalme. Wir chillen hier die ganze Zeit füllen auf und trinken wie so Penner. Und die versucht gerade Strohhalm zu klären, aber die checkt das irgendwie nicht. Die kommt da irgendwie nicht drauf. Okay, wir sind jetzt hier an einem sehr nicen Place. Ich bin wirklich absolut verwirrt die ganze Zeit. Wirklich, das ganze Video, ich werde hier durch J-Baited des Todes und ich verstehe halt einfach nicht, was hier passiert. Ein bisschen Taco Bell, die zum ersten Mal, ich habe schon mal, als ich in Barcelona war, Taco Bell gefoodet. Mhm. Sieht ja auf jeden Fall sehr chillig aus, ich hoffe. Wann trifft er seine Ex-Freundin? Hier ist dieser Brunnen. Und hier sind extrem viele Menschen, die chillen auf so einer Bühne. Jetzt nochmal zu dem Thema, ob ich... Was? Taco Bell gefoodet. Sieht ja auf jeden Fall sehr chillig aus. Ich hoffe, der war... Ich glaube, der denkt, dass so Vlogging geht. Dass wir chillen auf so einer Bühne hier. Und jetzt kommt auf einmal ein Retalk in einem Cut. Thema, ob ich meine Ex in Barcelona getroffen habe, weil das voll viele in die Kommentare geschrieben haben. Mein kleiner Bro wird kurz eine Sache dazu sagen. Haben wir Ellie getroffen? Ja, aber sie war kurz hier, um ihre Sachen zu holen. Der Junge kann nicht reden. Hä? Hä? Und das ist jetzt der Titel? Und deshalb ist das jetzt der Titel? Und sein Bruder ist jetzt so der Beweis quasi, dass er wirklich die Ex-Freundin getroffen hat? Dicker, ich bin anders verwirrt. Wieso hackt er die ganze Zeit auf seinen Bruder rum? Wie redest du jetzt? Nein, aber auf jeden Fall, Ellie war kurz hier, so ihre Sachen abholen und dann ist sie halt gegangen. Und wieso hast du das nicht gefilmt? Hm? Und sie hat mich auch überall geblockt, also wir haben gar keinen Kontakt mehr. Ich sollte. Ey, das ist nicht witzig. Das ist nicht witzig, Mann. Das ist nicht witzig, okay? Ich wohne jetzt auch hier in einer anderen WG und ich ziehe nach Berlin. So, mhm. Es werden auch richtig geile Vlogs in Berlin kommen. Ich hoffe, dass die Berlin-Vlogs genauso wild sind wie der hier. Und ich weiß noch WG, sie ist mit ihrem besten Freund zusammengezogen, oder? Ich hoffe. Und wo sind die OG-Skins? Eine Roomtour machen werde, weil am Ende wird das alles geliebt und sonstiges. Ja. Aber ich will damit einfach nur sagen, mhm, dass Ellie und ich nie wieder zusammenkommen werden. Was ist denn jetzt passiert, Alter? Dicker, was ist denn los? Das ist alles so verwirrend, Dicker. Das ist eine Achterbahn, Dicker, ja? Viele hoffen es von euch so. Mhm. Viele fanden die Videos mit dir nice. Viele schreiben aber auch, ja, der alte Z-Max ist back, bla bla bla. So. Der alte Z-Max? Ach du Scheiße, nein. Gefallen die Videos mir viel mehr, weil Ellie hat sich so verstellt und sonstiges. Aber ich sag euch ehrlich... Z-Max, wo sind meine OG-Skins? Wo sind meine OG-Skins, Z-Max? Da steht mit OG-Skins und hier sind noch keine OG-Skins. Bro, wo sind
Die OG-Skins. Ellie hat mir gut getan, könnt ihr sagen, was ihr wollt. Vor allem, wenn man mich anschaut, ich habe komplett einen Glow-Up bekommen, Alter. Bevor ich mit Ellie zusammen war, ich habe locker 20 Kilo oder so mehr gewogen. Durch sie ernähre ich mich vegan und sonstiges. Deswegen verstehe ich auch nicht die Menschen, die sie haten oder sonstiges. Und am cringesten sind eh die Typen, die sich dann an sie jetzt ranmachen, obwohl die eh keine Chance bei ihr haben. So, oder ist auf jeden Fall egal, ich will nicht zu sehr vom Thema abschweifen. Auf jeden Fall wollte ich eigentlich nur. Was der Grund für die Trennung war, kann ich auch nicht sagen, Mann. Wir sind zu 100% nicht mehr zusammen, Freunde. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, lasst gerne ein Abo da. Es werden, wie gesagt, weiterhin hier Vlogs kommen. Wenn ich mein Setup in Berlin habe, werden auf dem Zweitkanal wieder auch Gaming-Videos kommen. Der ist immer in der Beschreibung verlinkt. Ihr seid die Besten. Und ich. Nächstes Video, ich werde von meiner Ex-Freundin geheadshot-sniped mit OG-Skin. So ein 12-Jähriger, ohne sie bist du besser dran, Bruder. Alleine schon wegen dein Geld. Der ist 10. Das ist wirklich, also, das ist diese ganze Geschichte, Mann. Dieses ganze Jahr. Was für ein Content.